Und damit willkommen zu einem, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, Let's Play, eher weniger, zu einem neues Video, sage ich einfach, weil ich momentan dran bin, Domino Day zu spielen, was momentan seit dem 14., glaube ich, draußen ist, seit dem 14., ja, seit dem 14. April, meine ich, ist er draußen. Und dafür erstmal vielen, vielen Dank an die Entwickler, die mein Spiel zur Verfügung gestellt haben, damit ich das aufnehmen kann. Ich wollte euch nur sagen, ich mache da kein Let's Play raus, ich wollte euch nur mal was zeigen, und zwar... Ich habe hier schon mal zwei Spielstände gespeichert. Einmal Domino Test, womit ich angefangen habe. Also ich muss erst nicht auf Speichern klicken, sondern auf Laden. Den Domino Test lade ich einmal, wo ich einmal ausprobiert habe, also gestern ausprobiert habe, wie das alles so funktioniert und so. Und habe einen kleinen Test Domino Day gebaut, also wirklich klein. Und ich wollte den euch einmal ganz kurz zeigen. Und dann switche ich einmal rüber über meinen Domino Day, wo ich wirklich was Großes vorhabe, wo ich wirklich sehr viele Steine bauen möchte. Und wie was Großes rausmachen möchte, aber ich werde es nicht aufnehmen, weil ich glaube, der ist extrem langweilig, weil was soll ich da auch erzählen? Ja, den Stein tue ich dahin, den Stein da, ja, nehmen wir mal den Stein. Also ich würde extrem langweilig finden, darum würde ich sagen, baue ich einfach im Offline. Vielleicht zeige ich euch zwischendurch im Video, wie es momentan so aussieht. Um dann vielleicht für ein paar Minütchen, ich weiß ja nicht, wie lange dann gehen würde, so ein Domino Day mit, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Steine oder so, ich weiß nicht, oder vielleicht noch mehr, ich habe keine Ahnung. Mein Ziel ist auf jeden Fall, einfach ganz Großes aufzubauen. Und das hier ist wieder mein Anfang gewesen, ist einfach ein kleiner Test. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie es so ungefähr funktioniert. Und dann zeige ich euch nachher, was ich ungefähr vorhabe. Also ich habe jetzt gestartet. Hier ist jetzt so eine Pistole, die rausschießt. Die Schranke, die aufgeht, genau. Ein kleines Feuerwerk. Ein Auto soll nachher hier anstupsen. Der A geht hoch, das Ding bewegt sich, der Domino geht weiter, dann fliegt hier die Kugel raus. Und der Golf sollte eigentlich eingelocht werden, wird er auch, dann geht es hier weiter. Über den Tisch, und die Glocke sollte eigentlich betätigt werden, die, glaube ich, nicht betätigt wurde. Ich habe es auf jeden Fall nicht gehört. Ist auch nur ein kleines Test gewesen. Und jetzt gehe ich einmal ganz kurz auf meinen Spielstand, wo ich was Großes vorhabe. So, laden. Und ich finde das Spiel eigentlich mega. Also ist halt Domino Day, ich glaube, kennt jeder Domino Day. Wurde ja früher immer, ich weiß gar nicht, läuft leider gar nicht mehr. Wurde immer auf Super Day, glaube ich, war, ne? Wurde immer übertragen, wurde abends. Ja, das ist das, wo ich was Großes vorhabe. Natürlich bin ich noch lange, lange nicht fertig. Hier wollte ich noch was schreiben. No, ja, gut. Den Rest könnt ihr euch wahrscheinlich denken, aber ich sag erst. Oh, hoffentlich klappt das überhaupt. Ich sehe jetzt gerade erst hier diesen Abgrund. Hoffentlich klappt das. Verdammt, das klappt, glaube ich, gar nicht. Verdammt! Ich glaube, ich muss das noch neu machen, glaube ich. Fuck. Aber egal, ich versuche einfach mal irgendwie. Ich kann natürlich noch einmal laufen lassen. Und in der Hoffnung, dass alles funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert dann. Weil ich da momentan noch mit dran bin und nicht fertig habe. Noch lange nicht fertig habe. Und sind jetzt schon 1068 Steine. Aber es geht momentan noch relativ schnell. Also ich werde... auf jeden Fall noch viel mehr bauen müssen. Das hier läuft noch nicht so ganz richtig. Ich möchte, dass die umkippen. Also, dass hier kommt nämlich die Kugel runter, drückt auf diesen Knopf hier, kommt der Dinger hier rausgeschossen, wie ihr vorhin schon im Test gesehen habt. Dann sollen die Dinger umfallen. Die sollen dann die hier anstupsen, die alle umfallen mit den Schwarzen. Die Schwarzen müssen auf jeden Fall fallen, weil mit Schwarz geht es irgendwie weiter. Wo man dann hier das No und R, natürlich geht er noch weiter, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Aber ich wollte es einfach trotzdem nicht spoilern. Hier ist eine kleine schöne Deutschlandflagge, die ich gebaut habe. Und ja, ich wollte euch da einfach mal ein bisschen präsentieren, da die Entwickler mir ja auch zur Verfügung gestellt haben, um Videos zu machen. Ich glaube, ich werde so Stück für Stück immer so, wenn ich ein bisschen was gebaut habe, vielleicht bei den nächsten 2000 Steine vielleicht noch ein Video drehen, wie es dann aussieht, weil ich dann noch alles gebaut habe. Und ich kann euch, habe ich, glaube ich, heute schon gezeigt, glaube nicht. Wenn ich jetzt hier oben rechts klicke auf diesen komischen Puzzleteil, kann man sehen, was man alles bauen kann. Zum Beispiel auch solche Holzdinger, solche kleinen Holzdinger, die man mit Tab dann zum Beispiel größer machen kann, um vielleicht an keine Ahnung, was Größeres ranzubauen, an so ein Holzbrett zum Beispiel, was jetzt relativ groß ist, wo man dann zum Beispiel mit den Holzdominos, sag ich mal, hier oben noch was hinbauen kann. Ich werde alles versuchen, irgendwie mit einzubauen, alles. Ich werde auch natürlich noch ein bisschen hier dekorieren und so, und hoffentlich wird das mega, hoffe ich. Bin mal echt gespannt, wie es später, ich bin selber richtig gespannt, wie es später wird, wenn es fertig ist, weil ich habe, wenn ich ehrlich bin, noch mehr so einen richtigen Plan. Ich habe einfach das hier am Anfang gebaut, das hier, und dachte mir, vielleicht daneben eine Deutschlandflagge, hab dann die Deutschlandflagge gemacht. Dann habe ich
das Ziel gebaut, warum auch immer, ich habe gar keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, komm, hau ich einen Tisch drauf, ein paar Dominosteine. Dann haben wir, ach, hier schreiben wir einfach mal was hin. Und ich habe eigentlich gar keinen Plan. Ich baue einfach in der Hoffnung, dass es geil wird und dass wir ein paar Minuten damit voll kriegen. Und ja, ich starte einfach mal diesen Domino-Day hier. Warte mal. Machen wir einmal. Nein, verdammt, falsch. Wo war denn? Hä? Da war es, genau. Und ich will sagen, ich starte den einfach mal. Der geht noch relativ schnell und das Video wird auch nicht lange sein, also ist auch gleich schon wieder zu Ende. Ich wollte euch nur ein bisschen zeigen, was ich so ungefähr vorhabe womit ich momentan, wofür ich momentan beschäftigt bin. Und ich will sagen, ich starte einfach mal. Dann ist das hier erste Feuerwerk. Hier kommt das zweite. Die Kugel sollte... Jawoll, hat ja überhaupt nicht geklappt. da hat es selber geklappt. Wollt ihr mich verarschen? Scheiß Vorführeffekt. Moment, nochmal. Zurücksetzen. Normalerweise sollte klappen. Hat doch ganz Zeit geklappt. Wenn nicht, muss ich ja kurz was umbauen. Dann mache ich da einmal ganz kurz in der Aufnahme. Ist auch nicht so schlimm. Ah, jetzt. Hier fällt sogar alles um. Das ist super. Dann geht hier Licht an. Und bis jetzt ist es natürlich fertig. Es sind auch nicht alle schon umgekippt, wie wir sehen. Hier stehen noch ein paar. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Hauptsache, die Reihe geht auf jeden Fall weiter. Also ich finde das Spiel schon echt geil, muss ich ehrlich gestehen. Und ich finde auch gut, dass man so einfach seinen freien Lauf quasi, also einfach seine Fantasie freien Lauf lassen kann. Finde ich mega. Ich komme hier noch nicht so ganz klar. Ich verstehe diese VIP hier noch nicht so ganz. Das sieht für mich aus wie ein Katapult, aber ich verstehe es einfach nicht, wie das funktioniert bisher. Aber ich hoffe, ich werde es noch rausfinden, hoffe ich. Hoffe ich. Ich wollte auf jeden Fall versuchen, alles irgendwie irgendwo unterzubringen. Aber wirklich alles wollte ich versuchen, aber es klappt, ist eine andere Sache. Aber naja, ich glaube, da war es das schon für dieses Video. Für 8 Euro und ein paar Zerquetsche könnt ihr das Spiel auf Steam kaufen, wenn ihr wollt. Und ich hoffe, sobald das hier fertig ist, oder sobald ich vielleicht 2000 Steine habe, mache ich nochmal ein Video, wie weit ich jetzt bin und keine Ahnung. Oder vielleicht auch bei 3000, weil ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's für dieses Video. Danke fürs Zugucken, zu hören. Und ich hoffe, ihr seid, sobald das Ganze hier fertig ist, mit dabei und guckt, wie wir die Steine fallen lassen. Ciao.